Nach fast 9 Jahren ist es dann bald soweit. Dead Island 2 soll im April erscheinen. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zum Wort zum Sonntag mit dem Sendeplan der Kalenderwoche 9. Im Jahr, als dieser Kanal hier entstand, sollte auch ein Spiel erscheinen, das da heißt Dead Island 2. Und jetzt fast 9 Jahre später ist das Spiel immer noch nicht raus, soll aber bald raus sein, denn am 21. Februar soll es dann endlich soweit sein. Ich habe jetzt nun nicht vor, Dead Island 2 direkt zu spielen oder in absehbarer Zeit. Ich denke mal, eher kommt dann Dying Light 2 Stay Human bei mir hier auf dem Kanal. Aber ich finde die Geschichte einfach interessant. Dead Island 2 sollte eigentlich im Herbst im Weihnachtsgeschäft 2014 erscheinen. Das war zumindest der ursprüngliche Plan. Also wohlgemerkt noch vor Dying Light. Und Dying Light kam ja Anfang 2015 raus. Dann kam Dying Light The Following noch raus und dann auch mittlerweile schon ist gut, Dying Light 2 Stay Human und Dead Island 2 ist immer noch nicht raus. Und eine Frage, die ich mir eben dabei gestellt habe, wie hätte denn eigentlich ein Dead Island 2 ausgesehen, wenn es denn Ende 2014 herausgekommen wäre? Allen voran auch in Hinblick auf das jetzt baldige Dead Island 2. Also, wie würde sich die Version von Ende 2014, so wie sie zumindest geplant war, mit der, die jetzt bald herauskommt, unterscheiden? Ein komplett anderes Spiel? Und wie weit war man überhaupt eigentlich im Sommer Ende 2014 mit Dead Island 2? Man hat es ja nicht ohne Grund verschoben und mehrmals die Entwickler gewechselt. Und da frage ich mich ernsthaft, was für ein Verlauf hat Dead Island 2 genommen? Mich würde es auf jeden Fall brennend interessieren, einfach mal Szenen von der Entwicklung zu sehen. Also es muss ja irgendwie einen Prototyp gegeben haben, wie das Spiel einfach Mitte, Ende 2014 aussah, wie es über die einzelnen Jahre hinweg aussah und wie es jetzt dann eben im Vergleich zu jetzt kommt's bald heraus aussieht. So genau werden wir das, denke ich, nicht erfahren, aber die Frage werden wir sehr wahrscheinlich nicht beantwortet bekommen, aber da würde ich ganz gerne Mäuschen sein und gucken, wie das damals so aussah und wie sich das einfach über die Jahre entwickelt hat. Ist mit Sicherheit sehr interessant und spannend. Vielleicht wurde ja auch die ein oder andere coole Idee, die es mal ins Spiel geschafft hat, wieder entfernt und vielleicht wurden aber auch doofe Sachen entfernt. Oder. Das sind halt so Fragen, die nicht so einfach zu beantworten sind, außer eben von denen, die daran gearbeitet haben. Ich frage mich dabei auch, ein Spiel, was 2014 hätte herauskommen sollen, was für Spielmechaniken hatte es denn drin, die heute vielleicht gar nicht mehr so gut ziehen, eben fast 9 Jahre später. Fast 9 Jahre, ist fast ein Jahrzehnt. Ein Jahrzehnt in der Entwicklung und womöglich sogar noch etwas mehr, denn man wird ja wohl nicht ohne Grund 2014 oder gesagt haben, dass es Ende 2014 herauskommen soll. Also ich kann es nur gewissermaßen wiederholen. Ich würde Dead Island im Jahr 2014, also Dead Island 2 im Jahr 2014 gerne mal sehen, gerne mal unter die Augen bekommen. Wird aber, denke ich, nicht passieren und da bleibt mir jetzt nur noch übrig, euch eine wunderschöne neue Woche zu wünschen. Habt einfach viel Spaß bei dem, was ihr tut. Vielleicht beim Dead Island und Dead Island Riptide nachholen, denn immerhin habt ihr nur noch 2 Monate Zeit, um dann den Nachfolger anzugehen. Oder vielleicht beim drüber nachdenken, 9 Jahre sind seitdem vergangen, seitdem Dead Island 2 ursprünglich herauskommen sollte. Wie die Zeit doch vergeht. Aber egal, wie ihr eure Zeit verbringt, Hauptsache ihr habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.